Bad Liebenzell, ein typischer Kurort im nördlichen Schwarzwald. Die gute Luft, der Wald, das Thermenwasser, all das schafft ein Ambiente der Erholung. Nach Auskunft der hiesigen Werbestrategen ein Kraftort für Gesundheit und Wohlbefinden. Aus ganz Deutschland und den angrenzenden europäischen Ländern pilgern Erholungssuchende nach Bad Liebenzell. Doch sehr zum Leidwesen der meisten Lokalpolitiker wird die Bilderbuch-Idylle in den letzten Jahren durch eine 5G-Mobilfunk-Bürgerinitiative gestört. Besorgte Bürgerinnen und Bürger organisieren regelmäßig Informationsveranstaltungen, um auf Probleme aufmerksam zu machen, die von Industrie und Politik gerne verharmlost werden. Kur und erhöhte Strahlung, das passt nicht zusammen. Deshalb gründete eine couragierte Frau die Bürgerinitiative Bad Liebenzell und wehrt sich mit allen Mitteln gegen den totalen Mobilfunkausbau. Sie fordert, ähnlich wie Wissenschaftler aus aller Welt, einen Stopp des Ausbaus der 5G-Technik. Aber ist 5G überhaupt noch zu stoppen? Ich denke, man kann es aufhalten. Man kann es nur aufhalten, indem wir alle Bürgerinnen und Bürger überall auf europäischer Ebene, auf der ganzen Welt aufklären. Und dass auch auf kommunaler Ebene vor allen Dingen da was gemacht wird. Ja. Wie ist es dir dabei ergangen? Bist du immer auf offene Ohren gestoßen? Teils, ja. Teils bin ich auf offene Ohren gestoßen. Und dann haben wir auch immer wieder gemerkt von der Bürgerinitiative, dass auch bei vielen Leuten viel Unkenntnis da ist. Die sagen, weil 5G ist ja toll, auch 5G brauchen wir doch. Aber diese Hintergründe, wenn man dann die Nachteile erläutert, sagen die Leute, ach, das wissen wir gar nicht. Man hat ja das schon festgestellt, ja, dass auch über dieses viel Unkenntnis noch da ist. Also das heißt im Fakt, es ist Aufklärungsbedarf noch sehr vonnöten. Vor allen Dingen in den nahegelegenen Wäldern rund um Bad Liebenzell wurden bereits neue Sender errichtet und vorhandene in Hinblick auf 5G hochgerüstet. In ihrer Unterschriftenaktion sammelte Jutta Stern über 10.000 Unterschriften gegen den 5G-Ausbau, über 50% der Bevölkerung. Sie versucht, auf der lokalpolitischen Ebene Partner zu finden, die das Anliegen der Bürgerinitiative nicht ignorieren und sich der Sorgen der Menschen seriös annehmen. Sie mag vielen ein Dorn im Auge sein, aber ihr Aktionismus hat sich rumgesprochen und findet auch Anerkennung. Es ist toll, dass sie immer wieder Plakate aufhängt, auch aus eigener Tasche zahlt sozusagen, dass sie Veranstaltungen macht, die hier auf dem Marktplatz vor sich gehen, wo sie Leute engagiert und fragt, könnt ihr nicht kommen und hier was machen und dann eben auch Unterschriften sammelt. Und da bewundere ich sie, mit welcher Energie sie da durchgeht. Und das ja nicht nur in Bad Liebenzell, das ist ja auch in Calw. Es geht ja noch ein bisschen in den Umkreis. Also das ist wirklich eine tolle Sache, ja. Auf europäischer Ebene hat das STOA-Komitee, ein Ausschuss des Europäischen Parlaments, die gesundheitliche Auswirkung von 5G untersucht und dabei eindeutig definiert, dass in der Zusammenschau der Studienergebnisse der bisher angewandten Mobilfunkfrequenzbereiche Nachweise für krebsauslösendes Potenzial ebenso vorliegen wie negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit. Zu 5G im höheren Frequenzbereich liegen keine angemessenen Studien vor. Deswegen bezeichnet die STOA-Studie 5G als ein Experiment an der Bevölkerung. Die Autoren der Studie fordern einen 5G-Ausbaustopp, weitere Forschung über die hohen 5G-Frequenzen, Aufklärung der Bevölkerung, Schwerpunkt auf den Ausbau von Glasfasernetzen. Die Mobilfunklobby weiß natürlich auch um deren gesundheitlichen Schäden. Und die Politiker auch. Aber es wird vor uns Bürgern verheimlicht. Und stillschweigend werden da 5G-Sender hingesetzt, ohne unser Wissen. Es wird keine Bürgerbefragung gemacht und nichts. Es wird keine unabhängige Aufklärung gemacht und nichts. Und deswegen setzen wir uns alle Bürgerinitiativen gemeinsam Deutschlands dafür ein. Für Frau Stern steht fest,
Wer behauptet, 5G sei unbedenklich, gibt nicht Wissen als Wissen aus. Hier im Schwarzwald sind es oft ganz einfache Menschen, die vielen aus der Seele sprechen, bei der Beobachtung der Anhäufung von Masten in ihrem Umfeld und was das mit uns machen könnte. Wir haben genug Probleme als Bundesstaat, aber das ist das größte Problem, weil das zur Globalisierung gehört. Und wir sind von Amerika abhängig. Und da ist es also wirklich so, dass man auch nicht, da sind sehr viele Interessen, die man dann, die man fast nicht bewältigen kann. Und, aber es gibt Menschen, die dann vielleicht doch irgendwie daran denken, dass man einfacher leben kann und vielleicht sicherer. Man braucht nicht unbedingt diese große Digitalisierung oder die großen Sprünge, um dann die Menschen als, als wehrlose Geschöpfe zu gebrauchen. Wir leben auch mit einfachen Mitteln viel, viel glücklicher oft. Was kommt da wirklich auf uns zu im Zuge der flächendeckenden und kompletten Digitalisierung? Was wird zerstört bei Mensch und Natur? Nun, Mobilfunktechnik hatte schon immer einen militärischen Bezug. Und auch 5G ist in vielen Bereichen ein militärisches Projekt. Die Bundeswehr wird digitalisiert nach der Devise, wer nicht digitalisiert, verliert. Die NATO-Staaten forcierten jetzt die digitale Vernetzung der Kampftruppen. Geforscht wird im Verborgenen, auch in den Wäldern rund um Bad Liebenzell, wie Heinrich Christel weiß. Also da kommt man nicht weiter. Und die Gegend ist auch wirklich geheim überwacht. Und das Schild da, das Zita, das ist mir als erstes aufgefallen damals. Und das ist hier um den ganzen Wald rum. Ja, also man kann hier überall spazieren gehen, in allen Wäldern hier. Ja, da kann man überall. Nur hier ist nur der Weg außenrum. Und in den Wald rein kommt man, hat man keine Chance reinzukommen. Heinrich Christel diskutierte viel mit Anwohnern und hörte etwa seit 2019 von zunehmenden Problemen. Genau seit der Zeit, als der Schwarzwald an dieser Stelle offensichtlich für militärische Zwecke genutzt wird. Das ist auch ein neuer, also seit 5G steht der da, also das ist alles so dicht, alles hier, also wenn jemand da Probleme hat, der kann nicht mehr schlafen. Und also gewisse sogenannte Elektrosensibilität vorliegt. Ne? Der Umweltanalytiker, Messtechniker und Baubiologe Dietrich Moldan kann ein Lied davon singen. Immer mehr elektrosensible Menschen fordern seine Dienste an und lassen sich durch Dr. Moldan wegen Schlafstörungen, Burnout oder ähnlicher Symptome messtechnisch das persönliche Umfeld untersuchen und analysieren. Sind die Sorgen vieler Menschen aus Dietrich Moldans Expertensicht angemessen? Berechtigte Sorgen und vor allem einfach unnötig. Die Bevölkerung nach Umfragen zeigt sich, dass eigentlich kein Interesse an 5G besteht. Man ist mit 4G zufrieden. Es ist ausreichend hohe Datenübertragung. Bei 5G brauche ich noch mal mehr Mobilfunkmasten, auch dann die kleinzelligen, damit ich zum Beispiel von den Straßenlaternen ins Haus reinkomme. Parallel dazu findet ein Glasfasernetzausbau statt, der eigentlich eine sehr hohe Datenübertragungsrate hat, eine abhörsichere. Und es ist einfach nicht zu verstehen, warum seitens der Mobilfunkindustrie immer noch mal mehr Funksysteme erzeugt werden. Der Nachfragebedarf muss erst geschaffen werden. Der ist ja gar nicht da. Die Leute sind zufrieden mit dem, was sie haben. Aber nein, es kommt 5G, 6G, 7G. Das Ziel ist eigentlich die Vernetzung aller Dinge, vom Kühlschrank über die Bürobedarfsgeräte
bis hin, wenn man sich die letzten Nachrichten anschaut, wo sogar gesagt wird, das Ziel ist, dass der Mensch Sender implantiert hat, dass einfach seine Gehirnströme mitgeschrieben werden können, was gleichzeitig auch dann bedeuten würde, dass man von außen auf den Menschen durch Hochfrequenz einwirken kann, um ihn zu steuern und zu manipulieren. Diese Animation des deutschen Herstellers von Antennen- und Satellitentechnik Katrine zeigt, was künftig möglich sein wird und bereits entwickelt wurde. Zum Beispiel die 5G-Antenne im Gulli. Ein verstecktes Antennensystem, was für das zukünftige autonome Fahren zum Einsatz kommen soll. Schöne neue Welt. Die deutsche Ingenieurskunst wurde übrigens passend zum 100. Geburtstag der Firma an den Mobilfunkriesen Ericsson verkauft. Die Totalvernetzung von Häusern, Wohnungen, Stadien, Hotels untereinander, das sogenannte Internet der Dinge, alles technisch kein Problem. Aber Technikfolgeabschätzung? Die biologischen Einflüsse, zum Beispiel auf unsere Zellen? Fehlanzeige, wurde nicht untersucht. Wie hieß es so schön, Digital First, Bedenken Second. Zurück zum kleinen Rathausplatz im lieblichen Bad Liebenzell. Dr. Moldans hochsensibler Spektrumanalysator im Einsatz. Dieser kann alle Frequenzbereiche des Mobilfunks, die in diesem Umfeld genutzt werden, anzeigen. Also was wir hier sehen, ist der Frequenzbereich von 80 MHz bis 3 GHz. Hier ist der Frequenzbereich 800 MHz LTE, 900 MHz mit GSM und LTE, 1800 MHz mit LTE, und 2100, wo früher das UMTS-Netz war, auch mit LTE. Das ist eine Erfassung der aktuellen Situation. Wir machen jetzt noch eine Auswertung, welche Strahlungsdichten sich hinter diesen einzelnen Peaks verbergen. Eine Berechnung nach der Grundlast und nach der Volllast, damit wir einfach eine Vorstellung haben, was hier vor dem Rathaus in Bad Liebenzell für eine Strahlungsdichte ist. Seine Auswertung entspricht dem aktuellen Standard. Generell kann gesagt werden, dass die Grundlast aller Strahlen selbst in kleineren Ortschaften in den Augen der Baubiologen und auch der europäischen Umweltärzte bereits seit Jahren viel zu hoch ist. Sie fordern eine Anpassung der Grenzwerte. Es wird eng. In Großstädten wie München gibt es jetzt schon keine mobilfunkfreie Zonen mehr. Es sind so viele Antennen drinnen, da sind die Abstände zu gering, wenn man sich jetzt vorstellt, das sind 100 Meter eingezeichnet, da sind die Antennen hier jetzt im Abstand von 100 Meter. Hier sind sie mal 200 Meter, hier sind sie 150 Meter, hier sind sie 100 Meter. Da kann man so eine Studie gar nicht mehr durchführen. Was bedeutet das eigentlich für den Verbraucher? Für den Verbraucher bedeutet es, dass die Wissenschaft hier kaum noch den Nachweis führen kann zwischen belasteten und unbelasteten Personengruppen. 2020 hatten die Europapolitiker Rivasi und Buchner diese Schrift veröffentlicht, um die Industrienähe der ICNIRP aufzudecken. Denn dieser private Lobbyverein der Mobilfunkindustrie sitzt sogar mit dem Bundesamt für Strahlenschutz unter einem Dach und regelt weltweit die Grenzwerte, die die Verbraucher schützen sollen. Das muss man einfach den Leuten klar machen, dass das, was als wissenschaftlich bezeichnet wird, zum Teil explizite Falschaussagen sind und dazu noch überall die amtlichen Stellen mit diesen Leuten durchsetzt sind. Die Umweltärztin Monika Kruth kennt die Seilschaften und die Ignoranz von Politik und Industrie. Sie testet seit vielen Jahren ihre Patienten mit den unterschiedlichsten Messmethoden. Verkabelt mit einem Herzratenvariabilitätsgerät laufen ihre Testpersonen regelmäßig um eine Sendeanlage im Wald. Das Auslesen der Messergebnisse besorgt anschließend der Computer.
Man erkennt hier im Wald den Sendemast mit der höchsten Strahlung in diesem Bereich. Das ist die Funkstrahlung, die wir gemessen haben. Wir haben parallel die Herzfrequenz erfasst und man erkennt, bei einem gemütlichen Lauf durch einen Waldweg erhöht sich dort, wo die Strahlung am höchsten ist, auch die Herzfrequenz. Das Ganze haben wir an zwei Probanden gemacht. Hier ist der zweite Proband. Ich habe es gerade als schwarz-weiß ausgedrückt. Auch hier dort, wo die höchste Strahlung ist, ist die höchste Herzfrequenz. Und das bedeutet, dass der Wald, den man ja sagt, dass man, wenn man dort spazieren geht, gesund ist, nur dann gesund ist, wenn es dort keinen Sendemast bzw. keine Funkstrahlung gibt. Im kleinen Bad Liebenzeller Ortsteil Unterlengenhardt scheint die Welt noch in Ordnung. Aufgrund einer Initiative der Ortsvorsteherin und dem Imkermeister entstand hier auf diesem Acker ein Schulprojekt. Die Kinder betätigen sich als Hobbygärtner, säen auf unterschiedlich kleinen Parzellen Kräuter, ernten für den Eigenbedarf Kartoffeln, Gemüse, Früchte. Das lockt auch andere Lebewesen an und um die sorgt sich der Imker. Seit 3 Jahren ungefähr erleben wir hier im Nordschwarzwald in so einer Breite von 20 Kilometern von Kalf bis Pforzheim und dann von Wurzach aus der Richtung bis nach Stuttgart, dass Bienen einfach im November weg sind. Und zwar nicht nur einzelne Völker, sondern hier in dem Imkerverein hier in Neuhausen sind 90% der Imker haben alle, wirklich alle Bienen verloren. Und da sind Imker dabei, die Imker schon seit 50 Jahren. Und sowas haben sie noch nie erlebt. Und ich habe am Sonntag mit einem gesprochen, der hat 30 Völker verloren. Als der im November nachgeguckt hat, waren alle weg. Und zwar, jetzt kommt ein ganz neues Bild dazu, dass nämlich das Winterfutter, so wie man hier sieht, das Weiße hier, das ist das Winterfutter. War alles noch drin. Also die Bienen sind nicht verhungert und man hat auch auf den Brutwaben, das ist zum Beispiel eine Brutwabe, da war hier vorne alles normalerweise Brut, die Brut war weg, hier hinten ist wieder Futter und man hat kein Bild gefunden, wo man sagen konnte, welche Bienenkrankheit es war. Also die alten Bienenkrankheiten konnte man anhand dem Wabenbild feststellen. Und hier sieht man, hier ist gar nichts. Ne? Das weltweit zunehmende Bienensterben hat eine enorme Auswirkung für unsere Umwelt und uns Menschen. In der Tat sind sich die meisten Wissenschaftler der vielfältigen Ursachen bewusst. Zu dem am häufigsten genannten zählen Pestizide, Klimawandel, Zerstörung von Lebensraum und somit der Nahrungsgrundlage der Bienenvölker. Eine alarmierende Entwicklung. Für Mensch und Natur ist die Insektenvielfalt überlebenswichtig. Das wird auch nicht wegdiskutiert. Aber obwohl auch durch mehrere Studien auf Orientierungsprobleme für die Bienen durch die Mobilfunkstrahlung hingewiesen wurde, wird das Strahlenphänomen nicht in die Diskussion um das Bienensterben eingebunden. Also für mich jetzt persönlich war der Rückschluss klar, dass da was dazu kam, zu allen anderen Problemen, die wir haben mit den Bienen. Und das ist eben diese Strahlung, die jetzt ganz massiv auf die Bienen wirkt. Ähnlich wie damals das Glyphosat, dass die Bienen im Flug die Orientierung verlieren und dann nicht mehr in den Stock zurückkommen und dann irgendwo draußen sterben. Die fliegen ja 3 Kilometer. Ne? Und gehen Sie in Konsequenz damit um? Das Problem ist, dass keine offiziellen Stellen, also in den Vereinen oder im Imkerbund, für die wir ja unseren Beitrag bezahlen, niemand reagiert. Und wenn man dann anfängt, von 5G zu erzählen, dann sagen die, ach Gott, schon wieder, ne?
ne, wird abgewimmelt. Ne. Und selbst die Imker, die ich am Sonntag getroffen habe, das waren über 15 Stück, die alles verloren haben und die das gleiche Bild geschildert haben, selbst die waren nicht bereit, ernsthaft zu diskutieren über dieses Thema mit den Strahlen. Worauf führen Sie das zurück? Das sind die haben alle möglichen Gründe genannt und da kann man halt nichts machen, aber das mit den Strahlen, das lassen wir mal weg. Ne? Hoffen wir, dass wir keine... Losgelöst von der Strahlenbelastung ist es wichtiger denn je, unsere Kinder wieder für die Natur zu begeistern. Das erfordert Geduld und Engagement. Wirklich moderne Pädagogen und Eltern mögen einmal kritisch hinterfragen, was die digitale Welt sichtbar mit unserem Nachwuchs seit Jahren anstellt. Und ob es nicht an der Zeit wäre, hier ganz entschieden umzudenken, Ideen zu entwickeln, ganz so wie im kleinen Schulacker in Unterlengenhardt. Das ist aber, der muss man drumherum ein bisschen freilegen. Guck mal her, wir machen das mal raus hier, genau. So, jetzt sieht man den schon eher. Und auf der anderen Seite hattet ihr was? Oregano und Thymian. Genau. Und da ist der Heinrich, unser Pädagoge, der immer wieder tolle Einfälle hat, mit was man die Kinder motivieren kann, irgendwie mitzumachen oder ja, wo sie Spaß dran haben. Die Kinder haben unter Anleitung diesen kleinen Schuppen gebaut. Sie sind motiviert, weil sie die volle Aufmerksamkeit haben und eine Aufgabe, fernab von Videospielen, Tabletvision, Facebook und Co. Eine verantwortungsbewusste Gesellschaft sollte schnellstmöglich handeln. Spezialisten schlagen Alarm. Es gibt eine Explosion von Suchtverhalten bei Kindern gegenüber Smartphones. Es gibt Untersuchungen, die abgebrochen werden mussten, weil die Kinder es nicht ausgehalten haben, ohne das Handy auszukommen. Man wollte also testen eine Zeit, ein paar Tage ohne Handy und mit Handy. Und das Experiment konnte nicht durchgeführt werden, weil die Kinder nicht fähig waren, ohne ihr Handy zu leben. Und in dieser Untersuchung sehen Sie, das ist jetzt ein sogenanntes Strukturgleichungsmodell und ich möchte Ihnen jetzt nicht auferlegen, das wirklich im Detail verstehen zu können, aber was Sie hier sehen, sind diese Verknüpfungen zwischen der Mobiltelefonsucht und Depression. Und Sie sehen, dass an allen drei Zeitpunkten, das war eine Längsschnittsuntersuchung, miteinander verknüpft war. Und nicht nur das, es hatte auch immer auf die Zukunft Auswirkungen. Und das ist also wirklich sehr bedrohlich für die Zukunft, denn Depression ist heute, die Kinder- und Jugendpsychiatrie kann davon ein Lied singen, ein besonderes Problem. Ganz pragmatisch erörtert der Experte mögliche Gründe für die Ignoranz. Alle Regierungen profitieren enorm von diesen Techniken, dadurch, dass die Lizenzen verkauft werden, aber auch durch die ungeheuren Steuereinnahmen. Es ist ja die Telekommunikationsindustrie nahezu die einzige, die noch ein Wachstum zeigt und die eine Quelle von Steuereinnahmen darstellt. Und auf der anderen Seite sehen natürlich auch die Politiker diese gesellschaftlichen Phänomene. Und zum Teil versuchen sie sich ja selber hier einzuklinken und das politisch zu nutzen. Und der dritte Punkt ist, dass Politiker zu den Early Adoptern dieser Technologie gehören. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne einige, die man als handysüchtig bezeichnen könnte unter den Politikern. Ich habe nicht die... Das Wissen, nicht die Kraft, nicht die Möglichkeit, denke ich mal, die Welt zu verändern, sondern ich kehre dann vor meiner Haustür und versuche da so zu leben, wie ich es verantworten kann.
Also wir haben ja auch an unsere Bürgermeister in Bad Liebenzell, also und auch im ganzen Kreis Calw haben wir auch diese Informationen hingemailt, auch an die Gemeinderäte, aber da wurde nie eine Rückmeldung, kam nie eine Rückmeldung. Ich war bei uns in den Niederlanden, in Belgien, in Deutschland an Schulen bei Direktoren, habe gesagt, die Strahlung macht das mit unseren Kindern. Und die Leute haben gesagt, aber wir können nichts machen. Ich war an der internationalen Schule in den Niederlanden. Sie haben gesagt, die Strahlung ist nicht wichtig, weil unsere Kinder lernen mehr durch Tablets, durch Handys. Und ich bin an die Politiker gegangen und die Politiker haben gesagt, okay, wir könnten uns vorstellen, dass sie recht haben, aber wir sehen keinen Handlungsbedarf.